herzlich willkommen zum Klassikprojekt auf der Provence mit der Taigefarm. Hallo. Hallo. So. Ja, unsere schön gestapelten Ballen. Da kommen heute noch ein paar dazu, hoffen wir. Oder zumindest in den nächsten Tagen. Ja. Wir haben jetzt ausgemacht, dass wir auf jeden Fall heute uns schon mal etwas für diesen Stall hier holen. Das wirst du übernehmen, gell? Ja. Was holst du denn? Ihr redet immer so wenig. Ja, ich bin nicht so. Bin nicht so der redefreudige Mensch. Kannst trotzdem mal sagen, was du jetzt heute machst? Also, ich kaufe heute Kühe. Genau. Kühe holen, kaufen, abladen. Und was mir gerade noch auffällt. Was denn? Wir brauchen noch ein Wasserfass. Oh ja. Da können wir doch den Ballenanhänger umkonfigurieren. Ich würde den Ballenanhänger nehmen, aber als trotzdem als also nochmal einen kaufen. Ja. Dann mit Ballen mit Wasserfunktion. Ja. So, ich mache mich mal auf den Weg mit dem Ballenanhänger und dem kleinen Anhängerchen hier. Weil ich werde heute Feld 1 ernten. Zumindest mal anfangen. So. Achso, ich muss hier aussteigen zum Anhängen, gell? Ja. So. Gut. Die. Feld 1 hat. Achtung! Feld 1 hat Weizen geladen. Geladen. Auf jeden Fall. Ist Weizen gepflanzt. Zeit auf 5. Hatten wir das auf 5? Weiß ja, gar nicht mehr. Hatten wir. Okay, dann mache ich das. Die so, wo steht wieder. Denn der Tieranhänger? Unten beim Silo. Ah, da, ja, ist gut. So, und wir werden hier mit dem schönen Fortschritt FE514 gleich mal. Hallo, warum könnte man sich hier drunter kriechen oder was? Kann ja nicht mehr abhängen. Soll ich mal probieren? Ja, probieren wir. Was meinst du, viert? Ja. Den hinteren kann ich nicht mehr abhängen. Ja, toll. Was ist das Problem jetzt? Ich konnte den nicht abhängen. Du musst Q drücken. Ja, hab ich ja. Ach Gott. Aber mir wurden die Punkte nicht angezeigt. Hier ja, schon wieder. Ein bisschen näher ran. Mir wird hier auch nichts angezeigt. Warte. Komm, dann werde ich dir. Nee, aber ich konnte sie doch anhängen. Was soll denn das? Ah, okay. Hier. Nein. Ich habe noch die falsche Funktion aktiv. Umschalt. Ja. A. Also Schiff. Manually only. So, jetzt müsste es gehen. Ja. Okay, dann schwinge ich mir mal hier in den schönen Fortschritt E514 und starte das Ding. Oh Moment, Traktor ausmachen. Eigentlich wollte ich den anderen Anhänger dran machen. Was das schon bereitsteht. Wie viele Kühe gehen denn in den Anhänger rein? Da muss ich jetzt lügen. Oder nachschauen. Ja, mach ich grad. Der kann 6 Kühe. 6 Kühe. Ja. Okay. Ich glaube, wir haben noch ein anderes Problem. Was? Ja. Du müsstest noch einen Anhänger kaufen. Für was? Zum Abtanken. Warte, ich teste mal gerade, aber ich glaube, der ist zu klein, zu groß. Ja. Ah, okay, keine Kollision. Trotzdem ein bisschen doof. Doch, wir bräuchten trotzdem noch einen kleineren Anhänger. Ja.
Ich bin auch. Ich bin ja jetzt im Shop. Im Shop. Kannst du dann direkt zum Hof bringen. Und du könntest dann auch gleich noch einen Kalkstreuer mitbringen, der voll ist. Und inzwischen haben wir auch ein. Das ist Ratten. Inzwischen haben wir auch einen Kalkstreuer am Start. Aber erstmal muss ich den kleineren Anhänger holen. Hä, was? Please connect to PDM, was? Du musst X drücken. Die Zapfwelle. Aha. Was gibt es denn hier für kleine Anhänger? Ausklappen habe ich doch. Den HW80, den. Ja, aber schon in einer, wo mehr reinpasst. Ja, 4500. Also wie gesagt, der Gosa, der war zu hoch. Ja, ich würde dann sonst den. Ja, den 14500 ist gut. Okay, dann kaufe ich den. In welcher Hauptfarbe? Konfigurieren mal für ein Fiat. Wie? Hä? Also mit Orange. Kann ich den nicht starten? Was soll denn das? Und soll die Plane warten oder welche Farbe? Keine Ahnung. Die war für schwarz. Ey, ich komm hier. Komm hier nicht klar. Drescher aufklappen, X. Drescher anschalten, B. Zuerst ausklappen. Hä? Darf ich mal? Ja. Ich bin zu doof. Gerätwäsche aus. Ich hab hier nochmal, warte mal. Attach X, warte. Ha! Jetzt. Attach X. Jetzt müsste es gehen. Steig mal aus. Warte. Ah ja. Uiuiui, da bewegt sich ja alles. Ah ja. Uiuiui. Alter, das Das sieht ja krasser aus als die neuen Geräte. Ja, ist heftig. Okay, dann fahre ich mal ein bisschen. Mach das mal. Ups. Wenn du Probleme hast, rufst du einfach nicht. Ich ruf dann an. Hast du mal kurz eine Gasmaske? Es staubt hier ein bisschen heftig. Soll ich den Wagen zum Feld bringen? Wäre super. Hat ja auch nur 5 Minuten gedauert, bis wir die Maschine an hatten. Ja, es passt schon. Sie ernten das Feld 1, oder? Ja. Ja. Sie? Hier sind wir per Du. Ich finde den Ford richtig geil. Ja, der ist cool. Der gefällt mir auch gut. Vor allen Dingen auch innen. Der habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. So. Von innen hat er auch einen sehr schönen Zaun. Wir könnten hier dann theoretisch. Wir werden aus dem Stroh Ballen pressen. Da könnten wir mal überlegen, ob wir dann nachher dann mit dem Schwarte kurz drüber fahren. Weil die Schwartbreite ist hier ja. Belastend. Ja. Bitteschön. Danke. Aber
Orange war das nicht. Ich habe eine andere Farbe bestellt. Ja, das ist halt ein bisschen orange. Das ist gelb. Ja, wie man sieht. Wenn der nicht an ist, der Drescher, dann geht er schon ordentlich, ja? Wie schnell kann er dann höchstens fahren? 22. Oh wow. Ganz schön ab. 22. Übelst brutal. Hä, ich hab doch da gerade das Weizen abgeerntet. Warum steht denn das wieder da? Hä? Bin ich doof? Nö. Nochmal probieren. Da steht da. Hier. Da ist nicht. Achtung. Da. Ich? Ah, da. Das habe ich doch gerade abgeerntet. Nee. Bin doch gerade dir. Bin doch dir gerade extra entgegengefahren. So, jetzt ist es aber auf jeden Fall weg. Jetzt gehen wir ein paar Kühe holen, dass wir hier. Ja. Eine Aufgabe haben. Ich werde hier dauernd abgelenkt. Von wem denn? Ich kenne so einen Namen, der fängt mit V an und hört mit Aruna LP auf. Das ist aber ein komischer Typ. Ja. Aber ich mache die mal gerade ein bisschen lauter. Sprechen Sie mal. Hallo. Ich merke keinen Unterschied, aber das Programm sagt, du bist lauter. Wollen wir dann auch die Nacht überspulen? Ja, oder? Dazu müssen wir ein Farmhaus kaufen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das drin haben. Ja, aber ist ja jetzt noch nicht nötig. Ja. Ja, wir müssen halt gucken, weil Pflanzen sterben es an. Ja, gut, dann ist eher schlecht. Und, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich brauche, um hier abzuenden. Eine. Oder zwei. Wir sind jetzt schon bei 12 Minuten. Oh. Ja, wir haben aber auch viel. Ich würde sagen, also diese Folge auf jeden Fall noch und nächste Folge. Ja, ich denke auch. Das war nicht. Morgen müssen wir fertig sein. Also die Provence ist echt schon eine schicke Map. Ja, die ist schön gemottet einfach. Das stimmt wohl. Nicht einfach irgendwas hingeklatscht, sondern schon alles aufeinander abgestimmt. Ja. Wenn du die Kühe abgeliefert hast, kannst du... Wie viele soll ich denn erstmal holen? Ach voll, 6 Stück. Ah, okay. Also nur einmal hinfahren. Ja, erstmal. Musst erstmal die Grundversorgung herstellen. Das wird schon schwer genug. Müssen wir eigentlich, glaube ich, Heu machen noch. Mit unseren großen Maschinen. Jo. Was sage ich groß? Riesig. XXL. Ja, XXS. Oder so. Aber dann könntest du mal den Schwader holen. Die Tierchen abgeliefert hast. Wie groß ist denn eigentlich die Parzelle? Hier haben wir da noch Gras mit dabei. Ein bisschen, ja. Könnten wir hier noch ein bisschen Heu machen.
So, auch hier die Ermahnung an uns selbst, dass wir wirklich die 20 Minuten nicht unbedingt überschreiten, weil wir koordinieren zwar die Aufnahmezeiten immer, aber dann sagen wir 20 Minuten und dann ist jede Folge um 5 Minuten länger und dann sind wir halt am Ende doch bei einer guten halben Stunde insgesamt mehr Aufnahmezeit oder Zeit, die wir halt benötigen, um die Folgen fertig zu machen. Deshalb müssen wir da auch ein bisschen konsequent sein. Welche Farbe sollen die Kühe haben? Was gibt's denn? Also es gibt braun, braun-weiß, schwarz, schwarz-weiß, braun. Nee, das ist braun. Da gibt's so Buckelrinder, gell? Ja. Ja, aber wir wollen ja wir wollen ja Milchkühe haben, oder? Dann nehmen wir die normalen schwarz-weißen, würde ich sagen. Ja, okay. Wir wollen richtig ins Milchgeschäft einsteigen. Rechnung kommt. Nein! Ach nee, Frucht kaputt gefahren. Oh. Wir haben doch so wenig, was soll denn das? Ja, oh. Die Rinder stehen schon echt schon dicht beieinander. Also es ist wirklich die Obergrenze, die 6. Ja. Oh. Oh, das reicht aber auch gerade mit diesem Dach. Von der anderen Seite wäre es kein Problem. Nur das einzige Blöde, was ich hier so finde, ist, dass die Straßen nicht wirklich Straßen sind, sondern eher nur irgendwie Beton hingeklatscht. Ja, ist halt in der Provence so. Wir haben kein Geld für Straßen. Solange es keine Betonplatten sind, ist alles in Ordnung. Ja. Ich muss sagen, ich komme eigentlich doch relativ schnell voran. Wie fertig sind sie denn schon? Die Hälfte? Naja, ein Drittel. Mehr als ein Drittel. Na gut, dann schaffen sie das. Also diese Folge wahrscheinlich nicht mehr. Aber nächste Folge. Ah, ich find's cool. Du bist immer im Lohnunternehmerstatus. Sie. Wie kann ich denn hier Lohnunternehmerstatus haben? Nein, dass du plötzlich sagst, das schaffen sie und so. Aha. Das Roleplay von der Zweisternhof-Challenge halt. Ja. Gut, wie weit bist du? Hast du schon abgeliefert? Ich bin am Kuhstall raus. Was, supi. Weil man hier nicht überhängen bleiben würde. Musst du durchfahren, oder? Ja, ein bisschen. Ja, warum bleibt da schon wieder was stehen? Oh, nee. Ich ahne Schlechtes. Ich hoffe mal, dass es von der vorherigen Ernte ist. Was? Ah ja, das ist vom alten, okay. Die Kanten sind hier verdorrt schon. Aber das ist noch von früher. Schlecht, der Vorbesitzer hat schlecht gepflügt. So Leute, aber dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächstes Mal geht's ja weiter auf dem Provence Classic Projekt. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo und einen Kommentar freuen. Und wenn nicht, schreibt mir gerne mal rein, was ihr verbessert haben wollt. Ansonsten sehen wir uns. Genau. Sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.